Dein Kind läuft weg, statt sich die Jacke anzuziehen, schlägt sein Bruder, wenn es mit seinem Spielzeug spielen will, weint, wenn es nicht das bekommt, was er gerade will. Im Alter zwischen 2 und 5 Jahren können simple Situationen kräftigen Wutanfall auslösen. Für Eltern sind diese Situationen meistens belastend und krafttreibend und dennoch die Autonomiephase, in der sich gerade die Kinder befinden, sehr wichtig für die Kinder. Und wie die Kinder sie durchleben, hat Auswirkungen auf das gesamte Leben des Kindes. In diesem Video erfährst du, wie man die Wutanfälle vermeidet, welche Auslöser gibt es für die Wutanfälle, wie du die Wutanfälle deines Kindes begleitest und wie das Kind aus diesen Situationen wertvolle Sachen lernt. Wutanfälle ist ein typisches Verhalten für Kinder zwischen dem 1. und 5. Lebensjahr. Von daher ist es ganz normal, wenn das Kind regelmäßig in dem Alter Wutanfälle hat. Das Ganze hat mit der Reifung des Gehirns zu tun, die Art und Weise, wie die Kinder auf bestimmte Situationen, die Frust auslösen, reagieren. Sie können einfach nicht anders. In dieser Situation ist es wichtig, für sich zu sagen, es ist nicht persönlich, es ist nichts Persönliches gegen dich. Und das ist eigentlich ein Schrei des Kindes nach Hilfe. Help! Sie brauchen einen Erwachsenen, der denen hilft, die Situationen zu meistern und die Situation zu begleiten, weil sie einfach nicht anders können und nicht wissen, wie sie mit ihren Emotionen umgehen können. Und hier sind einige Ideen, wie du die Wutanfälle vermeiden könntest. Sei vorbereitet. Nimm vielleicht eine kleine Tasche mit Spielsachen, Malstiften, Büchern, Lieblingssnacks mit. Und wenn man zum Beispiel zum Arzt geht und weiß, dass man vielleicht eine Weile im Wartezimmer verbringen müsste, oder man nimmt das Kind ins Café und das Kind kann ja nicht eine Weile still sitzen bleiben, denk im Vorfeld nach und sei vorbereitet. Beschreibe die Gefühle deines Kindes. Oft hilft es dem Kind, einfach zu wissen, was es gerade fühlt. Die haben diese extreme Emotionen, aber sie wissen nicht, was das bedeutet oder was heißt es. Und wenn du das beschreibst, oh, du siehst ja wirklich frustriert aus, du willst gar nicht Spielplatz verlassen. Wenn du das einfach mit den Wörtern begleitest, hilft das manchmal, die Eskalation zu vermeiden. Das Kind in eine andere Richtung lenken. Ich kann es nicht zulassen, dass du gerade deinen Bruder oder deine kleine Schwester schlägst. Stattdessen kannst du hier dieses Kissen oder diesen Trommel schlagen. Toll ist auch, auf das Niveau des Kindes zu gehen, weil wir ja immer so groß sind und die sind immer so klein und wir müssen immer nach oben gucken. Wenn du auf das Niveau des Kindes gehst, in seine Augen schaust und ihn ernsthaft fragst, ich sehe, du bist gerade sehr, sehr frustriert. Vielleicht kannst du mir sagen, was fehlt dir? Könnte sein, dass das Kind wirklich das kommunizieren kann und seine Frust dir mitteilen kann. Wenn das Kind frustriert ist, weil es etwas machen will, alleine meistens, und es klappt nicht, vielleicht Reißverschluss zuzumachen, komm zu ihm hin, geh auf sein Niveau und frag, kann ich dir helfen? Und helfe deinem Kind so viel, es nötig ist, dann mach einen Schritt zurück und lass dein Kind das zu Ende zu bringen. Autonomiephase bedeutet, das Kind braucht Autonomie und Selbstständigkeit, das Streben nach Selbstständigkeit. Deswegen, wenn wir dem Kind im Vorfeld diese Selbstständigkeit, die Auswahlmöglichkeiten anbieten können, wird dein Kind zufrieden sein. Möchtest du zuerst die Schuhe oder die Mütze anziehen, wenn man rausgehen möchte? So kann das Kind selbstständig Entscheidungen treffen und sein Bedürfnis nach Unabhängigkeit wird auch gestillt. Im Alltag helfen auch oft klare Regeln und ritualisierte Abläufe, kleine Rituale, die Frustsituation zu vermeiden. Zum Beispiel sagst du deinem Kind, nach dem Mittagessen gehen wir kurz ins Bad, machen dich frisch und danach gönnen wir uns eine Ruhepause. Wenn du jeden Tag das machst, kennt das Kind die Abläufe und wird nicht so frustriert sein, wenn du plötzlich was Neues reinwirfst oder Änderung der Situation vorschlägst. Biete deinem Kind auch die Möglichkeit, seinem Wut kreativen Ausdruck zu bringen. Zum Beispiel, du kannst ihm anbieten, ich sehe, du bist gerade sehr, sehr wütend. Möchtest du deinen Wut auf diesem Blatt Papier malen? Oh, da sind ja ganz viele rote und schwarze Kreise. Ich sehe, wie wütend du bist. Lass uns vielleicht einen Wutmonster malen. Dann zerknüllen wir das Papier und schmeißen das weg. Wir haben auch so ein Buch über einen kleinen Wutmonster, was unseren Kindern auch manchmal hilft, weil die haben auch ein paar Ideen, was man in den Situationen machen kann, wenn man wütend ist. Und dennoch gibt es Situationen, wo es einfach keinen Halt mehr gibt. Die Kontrolle wird verloren und das Kind hat große Emotionen. Was sind die häufigen Auslöser für die Wutanfälle? Es könnte einfach die Frustration des Kindes sein, wenn es irgendwas machen will, was ihm nicht gelingt. Ein ganz häufiger Fall bei uns, wenn mein Sohn etwas zusammenbauen will oder auseinandernehmen will und das klappt nicht, dann wird er richtig, richtig wütend.
Es kann sein, dass du zu viel Programmpunkte hast und Stundenplan des Kindes ist so überfüllt, dass er einfach müde und überreizt ist. Auch sehr große Wutauslöser sind Müdigkeit, Hunger und gereizte Zustände. Es kann sehr hilfreich sein, die Situation zu notieren und sich vielleicht Notizen zu machen, in welchen Situationen dein Kind besondere Wutanfälle hat. Es könnte verschiedene Umstände sein. Es kann sein, dass es gerade ein Umzug hinter uns ist oder das Kind ist in den Kindergarten gegangen oder es hat gerade ein Geschwisterchen bekommen und das Baby nimmt die ganze Aufmerksamkeit und das Kind ist sehr frustriert. Oder es sind zu viele Aktivitäten an diesem Tag. Manchmal hilft es wirklich, Notizen zu machen und wenn man Wutanfälle hat, wiederholte Wutanfälle und die Situation später zu analysieren und zu überlegen, was war der Auslöser für diese Zustände. Manchmal können wir selbst die Auslöser sein, die Eltern. Ja? Vielleicht servieren wir dem Kind irgendein Abendessen, was es gerade nicht essen mag. Oder wir sagen dem Kind, jetzt gehen wir nach Hause und das Kind möchte aber noch auf dem Spielplatz bleiben. All diese Situationen sind möglich und in all diesen Situationen können die Emotionen eskalieren. Es kann wirklich laut werden und es kann dich selber auch sehr frustrieren. Was kannst du tun, wenn das so weit gekommen ist? Als erstes einfach einatmen, ausatmen. Schön ist auch, einer Mantra zu sprechen. Ich atme Ruhe ein und ich atme Wut aus. Weil manchmal triggert uns selber diese Situation und wir werden selber wütend und wir können selber die Kontrolle verlieren und wir können selber zurückschreien, was überhaupt nicht hilfreich in dieser Situation ist. Und wir als Erwachsene können unsere Emotionen viel besser kontrollieren als die Kinder und es wäre viel schöner, wenn wir diese Situation unter Kontrolle haben, unsere Emotionen kontrollieren und dem Kind helfen, seine Emotionen zu verstehen und sich zu beruhigen. Manchmal denkt man, ich werde einfach diese Wutanfälle ignorieren. Ich gehe weg, ich gehe einfach aus dem Zimmer raus. Ich kenne das auch, manchmal habe ich auch das Gefühl, ich muss jetzt raus aus dem Zimmer. Ich kann das einfach nicht ertragen. Und hilfreich ist auch, wenn du Partner hast, was dir helfen kann. Ja? Wenn wir euch abwechselt, die Kinder machen das nicht extra. Sie haben selber in dem Moment sehr schwer und sie brauchen dich umso mehr. Überleg mal, wenn du schwierige Situationen hast, große Emotionen weinst und dein Partner geht einfach aus dem Raum und lässt dich alleine. Du fühlst dich, als ob du im Stich gelassen wärst, als ob du von deinem Partner nicht verstanden wärst. Du denkst noch schlecht über deinen Partner und wirst wütend auf ihn zusätzlich. Und all diese Emotionen können auch die Kinder empfinden und haben. Deswegen empfiehlt es sich nicht, das Zimmer zu verlassen komplett und die Kinder alleine mit ganzen Emotionen zu lassen. Es ist schwierig, dabei zu bleiben, aber wichtig ist, in der Nähe zu sein. Es gibt verschiedene Kategorien von Kindern. Manche Kinder akzeptieren Berührungen. Wenn sie Wutanfälle haben, kann es sehr hilfreich sein, bei solchen Kindern diese Kinder in den Arm zu nehmen. Einfach vielleicht am Rücken zu streicheln. Einfach sie berühren und dadurch werden sie schon ruhiger. Manche Kinder wollen überhaupt nicht angefasst zu werden. Die werden dich nochmal kicken und beißen und treten und wollen einfach fern von dir sein. Und in dieser Situation ist es wirklich wichtig, dabei zu bleiben, weil manchmal denkst du, okay, du willst nicht, dass ich dich anfasse, dann gehe ich raus. Aber es ist wichtig, in der Nähe zu sein und diese Nähe zu signalisieren, dass wir da sind, wenn sie Hilfe brauchen. Wir sagen aber nicht, dass ein Verhalten okay ist. Manchmal verwechselt man, wenn man sagt, okay, man ist da, man versucht das Kind zu trösten, aber das Kind hat sich doch gerade ganz schlimm benommen. Es hat gerade seine Schwester gehauen. Wieso bleibe ich da und bleib geduldig, atme ein und aus? Das ist doch ein schlechtes Benehmen, das muss ich doch deinem Kind sagen. Ja, das ist alles richtig, das Benehmen war nicht okay. Wir akzeptieren nicht sein Benehmen, wir akzeptieren nur seine Gefühle. Und das kannst du auch sagen. Ich sehe, du bist sehr, sehr wütend. Du warst so wütend, dass du sogar deine Schwester gehauen hast. Das Benehmen ist nicht in Ordnung. Ich lasse das nicht zu, dass du deine Schwester haust. Die Emotionen müssen aber Anerkennung finden. Sehr wichtig. Sonst stopfen die Kinder die Emotionen ganz tief in sich hinein und das wird das Kind noch das ganze Leben lang prägen und begleiten. Es gibt viele Erwachsene, die genauso reagieren. Und wenn du vielleicht an eigene Kindheit zurückdenkst und überlegst, durftest du deine Emotionen zeigen? War das für dich okay, wütend zu sein?
frustriert zu sein, laut zu sein? Oder wurde dir immer wieder gesagt, das ist nicht okay, laut zu sein? Deine Emotionen sind inakzeptabel. Du musst jetzt sofort aufhören zu schreien. Stopft man das richtig tief rein und später ist man frustriert und weiß eigentlich nicht, wo das herkommt, ne? Als Erwachsene kann man auch Explosionen haben, Wutausbrüche selber, auch vielleicht in diesen Situationen, wo die Kinder Wutausbrüche haben, man wird selber getriggert und da kommen ans Licht solche Sachen, ob man selber vielleicht Emotionen unter den Teppich gekehrt hat und die kommen jetzt raus, weil irgendwann kommen sie raus. Es gibt keine schlechte oder gute Emotionen oder Gefühle. Wir haben verschiedene Gefühle und die sind alle normal und neutral. Es ist normal, wütend zu sein. Es ist normal, frustriert zu sein. Es ist normal, fröhlich zu sein. Es ist normal, traurig zu sein. Es sind verschiedene Facetten und Emotionen, die wir Menschen haben. Und alle Emotionen haben ihre Gerechtigkeit in unserem Leben. Und die müssen wir nicht bewerten, ob sie gute oder schlechte Emotionen sind. Und genauso sollte man nicht dem Kind kommunizieren, ob er jetzt gerade gute oder schlechte Emotionen hat. Das Kind hat einfach diese Emotion. Er ist gerade wütend. Also ich habe gesagt, es gibt zwei Arten von Kindern, die manche wollen die Nähe und die anderen Kinder werden dich wegstoßen. Und es gibt dritte Kategorie von Kindern, wenn sie so wütend werden, dass sie versuchen, irgendjemandem weh zu tun, sie selbst weh zu tun, dem Eltern was anzutun oder dem Geschwisterkind. In dieser Situation ist es natürlich wichtig, dazwischen zu gehen. Also wenn das Kind dem anderen Kind wehtun möchte, gehst du körperlich zwischen den beiden und versuchst, das Kind zu entfernen. Du kannst ihm dabei sagen, ich kann es nicht zulassen, dass du anderen Kindern wehtust. Oder wenn er dich versucht zu hauen, du machst einen Schritt zurück und sagst, ich werde es nicht zulassen, dass du mich haust. Oder du hältst seine Hand ganz fest. Es ist nicht in Ordnung, wenn du mich haust. Das möchte ich nicht. Das tut mir weh. Nachdem du das gesagt hast, sag gleich deinem Kind, was könnte er stattdessen tun? Es ist wichtig, ihm auch Alternativen anzubieten. Hier ist Blatt Papier, du kannst deine Wund malen und erzählen, wie wütend du bist. Ich werde dich ganz festhalten, solange du frustriert bist. Ich bin in deiner Nähe und ich möchte dir helfen. Nächster Punkt ist sehr wichtiger Punkt. Diesen Punkt darfst du nicht überspringen, weil bis dahin haben wir das Kind schön begleitet. Wir haben ihm unsere Liebe gezeigt, unsere Hilfsbereitschaft, unsere Akzeptanz von seinen Gefühlen. Wir haben ihm auch gezeigt, dass das Benehmen nicht in Ordnung war. Nun, wenn das Kind sich beruhigt hat, das Gute daran ist übrigens, bei den kleinen Kindern, so schnell, wie sie wütend werden, genauso schnell werden sie wieder fröhlich und zu sich selbst finden. Und vielleicht manchmal sollen wir Erwachsene davon lernen, so schnell das wieder loszulassen und wieder zu seinem fröhlichen Ich-Sein zurückkehren und wieder fröhlich spielen und lachen. Nun, wenn der Sturm vorbei ist, müssen wir auch entsprechend das Kind begleiten, damit das Kind aus den Situationen lernt. Vielleicht hat das Kind die Wand angemalt. Wenn es sich beruhigt hat, kannst du gemeinsam mit deinem Kind die Wand putzen. Wenn es vielleicht ein Spielzeug kaputt gemacht hat, wenn es vielleicht ein Legoturm von dem Bruder kaputt gemacht hat, soll es mit dir gemeinsam, du begleitest ihn. Ja? Du musst es nicht sagen, jetzt machst du das alleine wieder aufbauen. Wäre vielleicht auch nicht hilfreich, das Kind will einfach auf dich auch wütend sein und wird nicht darüber nachdenken, was er schlecht gemacht hat, sondern wird vielleicht darüber nachdenken, wie ungerecht du bist. Von daher vermeide die Situation, das Kind zu zwingen, etwas zu machen danach, sondern vielleicht biete ihm deine Hilfe an und sag, wir können jetzt gemeinsam diesen Teppich zu reinigen, wir können jetzt gemeinsam den Legoturm von deinem Bruder aufbauen, wir können jetzt gemeinsam vielleicht ein Taschentuch oder etwas zum Kühlen bringen, wenn das Baby verletzt wurde oder das andere Kind verletzt wurde. Und auf diese Weise lernen die Kinder Verantwortung zu übernehmen, wenn etwas schiefgelaufen ist. Und die lernen wirklich viel davon. Ich hoffe, das war hilfreich, falls du so ein Kleinkind hast, was immer wieder Wutanfälle hat. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Falls du kein Abonnent bist, abonniere meinen Kanal. Teile dieses Video mit deinen Freunden. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.